Jetzt muss ich erst mal kurz gucken hier. Ist das wirklich nur so ein beiläufiges Video oder? Ja, da geht es gar nicht um die Halle selber, sondern es ist ein beiläufiges Video. Ich. 43 Minuten? Oh, Mann, was? Aber da geht es nur am Anfang darum, oder? Ja, da geht es nur am Anfang darum. Okay, ich wollte gerade sagen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich habe sehr gute Laune. Ich freue mich tierisch. Wir sind im Pace Museum. Es ist Montag. Jetzt gerade, wo wir das drehen, es ist zu. Aber wenn das Video läuft, ist Mittwoch. Und Mittwoch macht das Pace Museum auf. Das heißt, es sind gerade sehr viele Leute da. Hier konnte man eine Zeit lang durchgehen. Und dann ging man da durch und hat man sich, habe ich mehrere Male gehört, wenn Leute da gegangen sind, haben gesagt, warum ist hier eigentlich ein lilaner Boden? Wofür ist lilaner Boden? Warum sind so Steckdosen im Boden eigentlich schon? Und wirklich, das haben Leute gefragt, weil es waren auffällig, diese Bodentanks. Ich meine, die Kabel vom Staubsauger sind halt nicht so lang. Da richtig, da musste man immer hier so reinstecken und dann hat man hier wieder reingesteckt und dann konnte man staubsaugen. Das war kurzzeitig eine Lösung. Aber eigentlich ist es ja so, dass der Geheimniskremo ja immer viel plant in der Zukunft. Und man sieht, dass er sehr viele Jahre sehr viel gearbeitet hat. Sehr intensiv. Ich bin sehr, sehr froh, dass ein weiterer Stress, nicht Stress, aber Arbeitspunkt wegfällt, um halt jetzt wieder euch eine große Freude zu machen. Und das ist vor allem was ganz, ganz Neues für uns. Ne? Weil so voll. Ja, privat nicht. Viele machen aber nicht, ich meine, sowas auf die Beine zu stellen. Voll. Und muss uns auch wirklich, wirklich reindenken und reinfühlen. Und ich bin sehr happy und sehr stolz, dass wir das so schon umgesetzt haben. Denn wenn wir jetzt hier durchgehen, also es ist ein zweigeteiltes Video. Ne? Gleich machen wir weiter mit dem M2. Aber, wenn man jetzt hier so durchgeht, dann sah das schon immer so aus. Ist cool, ne? Oder? Das ist tronnig. Ja, das ist tronnig. Und ich mache das ja immer so ein bisschen so Drama Queen mäßig. Und wenn man jetzt hier durchgeht, dann beginnt ein Porn mit einer Sache, wo ich glaube, dass viele nicht mit... Er hat wieder viel Gewicht verloren, Pizza Flip. Also das kann ich sagen, also der hat sehr viel Gewicht verloren und sieht schnittiger aus. Das kommt meistens davon, dass man sehr viel arbeitet und irgendwann keinen Hunger mehr hat, aber das ist ja okay. ...gerechnet haben. Und zwar gibt es jetzt für euch im Museum Folgendes. Los geht's. Dankeschön, JP. Ist wahrscheinlich mit Werbung passiert, aber Dankeschön. Danke, dass du diese eine Firma nicht genommen hast. Danke. Vielen Dank. Ich hatte schon Angst. Da war auf jeden Fall jemand dabei, der ein bisschen bei der Beratung geholfen hat und Ahnung hatte. Das ist schön. So, denn wir bieten euch ab heute Sim-Racing an. Wie ich finde, auch in einer sehr krassen Kulisse. Wir haben 10 Actu-Racer-Simulatoren uns mal so gegönnt. Und ursprünglich war die Idee auch so, weil wir privat halt sehr gerne fahren, dass wir eigentlich erst so was... Oh, die weißen Steckdosen? Digi. So wollten. Ganz, ganz, ganz früher. Ihr erinnert euch an die Videos auch. Wir hatten das ja mal im Büro stehen. Mhm. Und dann ist uns aufgefallen, boah, das ist echt anstrengend und macht aber auch echt Spaß. Dann hast du im Museum die Leute, die wirklich super begeistert sind, diese Autos zu sehen. Ja, ja. Da werden wahrscheinlich auch noch bei uns hier welche von SimMagic kommen, weil SimMagic hat jetzt auch aktuell einen Shifter rausgebracht, der sowohl H als auch Dings kann. Also ich denke, der wird noch ausgetauscht, weil... Also ob man das jetzt mag oder nicht, aber der Shifter von Fanatec, der H- bzw. sequentielle Shifter in einem verbaut hat, der ist wirklich gut. Das ist ein sehr gutes Produkt.
Und ich denke, zu der Zeit, ich weiß nicht, wann das jetzt hier rausgekommen ist, das Video, haben die wahrscheinlich noch nicht die Finger an Simmagic rangekriegt, weil der ist relativ neu bei Simmagic. Oder eventuell war es eine Budgetfrage. Das kann natürlich auch sein, weil der Shifter ist nicht so günstig. Jetzt kannst du viele von diesen Outs, die oben sind, hier auch fahren. Das heißt, ihr habt ein Menü, wo ihr verschiedene Autos aussuchen könnt mit verschiedenen Strecken. Dann könnt ihr euch wirklich austoben. Wir haben folgende Sache rausgespielt für euch, die sich lohnt. Und zwar 15-Minuten-Slots könnt ihr buchen und die kosten euch 15 Euro. Und jetzt kommt's. Bei der Nordschleife macht das keinen Sinn. Ihr bezahlt aber dann bei der Nordschleife, bekommt ihr 20 Minuten für 18 Euro. Könnt das aber auch doppelt buchen. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr... Die Dinger finanzieren sich also von selber. Wollt 40 Minuten Nordschleife fahren. Überlegt ihr gut. Ne? Weil es geht wirklich, wirklich zur Sache. Die Jungs sind wirklich fit, die sind scharf eingestellt, das heißt, das Fahrerlebnis ist wirklich sehr, 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 sehr detailgetreu und ihr habt ein echtes Erlebnis und das sage ich jetzt wirklich nicht nur so, sondern wenn du bei 15 Minuten, sage ich dir schon, ist es echt, du bist busy. Alle Simracer so zu Hause, ja, hol mein Phone, Alter, lass mal 24 Stunden Rennen alleine fahren hier. Also bei 15 Minuten ist für mich auch erstmal Pause, dann kannst du irgendwas essen, dann kannst du irgendwas machen, dann kannst du vielleicht nochmal 15 Minuten fahren, aber es ist halt wirklich schon ein echtes Erlebnis und es ist auch für mich so der weitere Schritt für uns, um halt diesen Kreis, wenn man uns besuchen kommt, wirklich... Paul, falls du das gerade hörst, das, so sehe ich uns später mal, mit so einer Halle. Da sehe ich uns. Wenn YouTube läuft, Paul, so eine Halle. So ein Ding. Das ist Ziel für 2025, Paul. Komplett abzuschließen. Du kannst essen, du kannst Autos gucken, du kannst fahren jetzt. Und aber auch für Gäste, offen. Natürlich wisst ihr, wir arbeiten an weiteren Sachen, wo man noch mehr erfahren kann. Aber das Wort Time Attack wird euch, denke ich mal, in näherer Zukunft auch nicht wirklich verlassen. Das wird euch noch länger begleiten. Dann haben wir hier oben noch unseren großen Monitor zum Beispiel auch, wo man die ganzen Rennen sehen. Ihr könnt auch Rennen buchen. Also ihr könnt auch Rennen machen. Ne? Ihr Kollegen kommt und ihr könnt dann auch 10 Leute können, wie gesagt, ihr könnt nur zweimal buchen, 10 Mann können 40 Minuten Nordschleife fahren oder 40 Minuten Spa oder Hockenheim oder Mugello, egal was ihr machen wollt. Das ist schon ziemlich geil. Dann werden die Rennen hier übertragen, dann gibt es Bestenlisten. Wir fahren natürlich auch hier und unsere Zeiten werden dann auch Zeit für Zeit hier reinkommen. Und dann könnt ihr das auch gerne battlen und auch gerne schlagen, wenn ihr das könnt. Nein, Spaß. Weil es gibt echt krasse Leute. Also Leute, wo man sich wirklich fragt, wieso sind die so schnell? Also Manu ist... Manu ist schon echt Nummer gut. Nummer eins. Nee, der Tim wohl hier auch im Museum, habe ich gehört. Okay. Es gibt noch einen, der... Also wir haben ein paar Kollegen, die sind echt fit. Also, das ist Time Attack. Ein weiteres Element, was ihr hier erleben könnt. Ich finde die Optik sehr gut mit den Zäunen. Es wirkt halt wirklich sehr martialisch. Im Sommer ist es komplett klimatisiert. Ich sage euch so, wie es ist. Ne? Die ganzen Hardliner-Simracer, die werden euch schon zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Seht ihr drin? Weil uns auch aufgefallen ist, also wir testen immer viel, deswegen dauert das manchmal so ein bisschen. Was braucht das Ganze? Und wenn wir woanders auch mal gefahren sind, wird das schnell warm. Und vor allem, wenn die PCs durchgehend laufen, dann die... Also der PC ist gar nicht... Weil das jetzt einfach angenehmer ist, sich das anzugucken, wenn die Sätze clean sind. Das hat einfach, es ist so, es ist beruhigender, sich das anzusehen. Deswegen wird das rausgeschnitten. Nicht so der Faktor, sondern der Raum ist ja wirklich sehr groß. Das Problem ist der Mensch, weil es ist so anstrengend. Es ist nicht mit Videospielen zu vergleichen, für die, die es noch nie gemacht haben, mit einem Joypad. Das kann man nicht vergleichen. Ne? Die Simulatoren bewegen sich dreidimensional und simulieren die Beschleunigung, Bremsen, Kurven, Fahren, alles, was du machen kannst. Du kannst auch schalten, dann sind es wirklich, wirklich extrem starke Lenkräder. Wir haben das Ganze so eingestellt, dass es erstmal für den Profi auch ein gutes Feedback ist, aber für den Laien auch umsetzbar ist. Das heißt, wir können die Simulatoren auch höher stellen in Zukunft. Ich bin nicht schnell, Paul. Ich brauche da keine Zeiten aufstellen. Ich bin da instant runter von der Karte. Wir gucken uns das mal an, wie ihr hiermit zurechtkommt. Wir können die auf eine deutlich höhere Prozentzahl an Power setzen. Ich habe das mal getestet. Auf 100% braucht kein... Der echte Rennwagen ist nicht so. Ne? Der echte Rennwagen ist bei 100% nicht so krass. Dann bin ich wirklich happy mit der Optik, wie es gekommen ist. Ein, zwei Lichter fehlen oben noch. Die sind noch in der Bestellung. Dann kommt noch mehr Flair hier rein. Aber zum Beispiel dieses Gefühl wollte ich haben, dass wenn man hier reingeht... Boah, das finde ich nicht so schön. Dass das so ein bisschen ist wie in so einer Raumstation, wo einzelne Raumschiffe so abgeschossen werden, weißt du? So diese Rettungskapsel. Ja, genau, genau. Und das ist halt, ich will es halt immer so ein bisschen... Boah, könnt ihr bitte den Boden wechseln?
ist geil, ist das Feeling. Mit dem Licht hier drunter, in dem Gitter. Oh, weil der echte Plexiglas oder. Oh. Steigst du mir so ein und das Gefühl ist halt, ich mache etwas, was gefährlich ist. Also unten sind die dicken Dinger? Nee, sind alle gleich? Den Gedanken mit dem Zaun. Du fühlst dich schon wie in so einem. Das ist besonders und das macht auch wirklich Spaß. Und vor allen Dingen, wenn du gegeneinander fährst, das ist auch wirklich eine tolle Atmosphäre. Und dann gehst du hier vorne raus und es ist hier diese helle Museumswelt. Und diesen Kontrast wollte ich halt haben. Genau. Also, viel Spaß bei Time Attack. Beim Museum natürlich, erst Motorshow, ist alles offen. Deswegen haben wir so Gas gegeben, dass es rechtzeitig noch offen ist. Also, ihr könnt hier Vollgas geben. Dann auch die echten Recaro-Stühle, weil die meisten Simulatoren haben halt diese irgendwelche Sitze. Und ich wollte halt das Erlebnis so echt haben, wie es geht. Das heißt, das ist wirklich ein Sitz, den du auch in einem Rennfahrzeug so fährst. Da haben wir wirklich uns die größte Mühe gegeben, dass das Sound-Erlebnis, das Sitzerlebnis, Lenkrad, Simulatoren wirklich so gut funktionieren, dass ihr wirklich was erlebt. Und wir gehen zurück zum M2, ne? Schön. Also, ich bin froh, dass da keine Scheiße steht, sondern dass da wirklich was Gutes steht. Also, wo halt wirklich Menschen sich reinsetzen können und wirklich auch mal ein Erlebnis haben als nur rohe Gewalt. Toll. Das ist doch was Feines. Ich hätte die Dings hätte ich foliert, die Fenster und den Knirscheboden rausgenommen, aber ansonsten ist das wirklich sehr schön. Und ich freue mich, dass da mal jemand scheinbar an der Seite eine Beratung hatte, die nichts mit Marketing zu tun hatte, glücklicherweise. Das ist sehr schön und angenehm.